Liebe Mitbrüder, Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Namenstagskinder, wenige Heilige, wie es der Pater Johannes Paul auch schon am Anfang gesagt hat, sind wirklich im Brauchtum, ja im Volksbrauchtum so verwurzelt, selbst in unserer säkularisierten Gesellschaft, wie der heilige Martin. Und es gibt den Laternenumzug selbst dann noch, wenn man nur mit den Laternen umzieht und nicht mehr die Geschichte vom heiligen Martin in Kindergärten erzählt, aber das Brauchtum bleibt erhalten. Oder das Martinsgansel wird gegessen, auch wenn man gar nicht mehr den Hintergrund von dieser Sage weiß oder von dieser Erzählung. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Martin war aber nicht irgendeine Märchengestalt, sondern eine reale Person. Ein Mensch, der im 4. Jahrhundert gelebt hat und der, so könnten wir sagen, wirklich ein europäischer Heiliger ist. Er ist in Szombathely, also gar nicht so weit entfernt von hier, in Stein am Anger, geboren in Ungarn. Er ist in der Nähe von Amiens als Soldat gewesen und hat dort seinen Mantel geteilt und dem Armen geholfen. In Worms am Rhein wurde er eingekerkert, weil er gegenüber dem römischen Kaiser Julian den Kriegsdienst verweigert hatte und vom Bischof Hilarius, dem Bischof von Poitiers, empfing er danach die Taufe. 361 gründete er in Lugicé das erste Kloster Galliens. 371 wurde er Bischof von Tours und 4 Jahre später gründete er das berühmte Kloster Marmoutier an der Loire, das zu einem Mittelpunkt der monastischen Kultur und als Missionszentrum bezeichnet werden kann. Er starb am 8. November 397, die Jahreszahlen, die sind ein wenig schwankend. Auf jeden Fall wurde er am 11. November in Tours begraben. Was kann uns dieser Heilige heute sagen? Es ist die Botschaft des Evangeliums, das wir heute gehört haben. Und wenn wir ein wenig ehrlich in uns hineinhören, dann wissen wir, dass die Liturgie uns den zweiten Teil dieser Gerichtsrede vorenthält. Vielleicht auch, um uns nicht zu beunruhigen, nicht? Nämlich, wenn der Herr sich an diejenigen wendet auf der linken Seite und zu ihnen sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Wenn ich mich jetzt links zuwende, dann meine ich nicht die Damen und Herren, die auf der linken Seite sind. Denn das gilt ja für uns alle, was ich am Anfang auch gesagt habe, nämlich, dass wir doch nicht selten Gutes unterlassen und dadurch Böses tun. Jesus gibt uns damit zu verstehen in dieser Gerichtsrede, die uns wirklich unter die Haut gehen soll, dass er verborgen unter uns gegenwärtig ist. Dass er auch heute sein Gesicht uns zeigen will, gerade in den Menschen, die Not leiden, in den Menschen, die krank sind, in den Menschen, die verachtet sind, in den Menschen, die Hunger haben, vielleicht auch Hunger nach Liebe und diejenigen, die keinen Menschen haben. Als Martin seinen Mantel in 2 Stücke teilte, da hat er mehr gegeben als nur eine Decke. Er hat nämlich das gegeben, dass er dem Menschen Aufmerksamkeit schenkt und dass er die Not erkennt und wie man die Not der Not abhelfen konnte. Und als Christus dann in der Nacht ihm erschien, und dieser Traum ist ja authentisch, auch kein Märchen, da hat er ihm zu verstehen gegeben, nämlich in der Antwort, die er den Engeln, die mit ihm erschienen sind, gegeben hat: Martinus, der noch nicht getauft ist, hat mich begleitet. Es ist doch wunderbar zu sehen, wie der Herr sich wirklich identifiziert
mit den Notleidenden. Christus will also uns im Bruder und in der Schwester begegnen, die in Not sind. Hans-Urs von Balthasar hat das einmal so formuliert, dass gleichsam der Bruder und die Schwester gleichsam Sakrament, Zeichen und Werkzeug der Gegenwart Gottes sind, die uns mitten im Alltag herausfordern, ihm zu begegnen, dem wiederkommenden Christus, auch gerade im leidenden Bruder und in der leidenden Schwester. Papst Franziskus hat deshalb auch zu uns gesagt, dass der heilige Martinus uns ein Lehrmeister ist, der Herzlichkeit, der Aufnahme von Notleidenden, ein Lehrmeister der Nächstenliebe. Wie können wir also Christus wieder neu erkennen? Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dazu gehört, dass wir die Ehrfurcht wieder neu lernen. Nämlich die Ehrfurcht voreinander, die Ehrfurcht vor Gott und die Verantwortung, die wir vor Gott haben und die Verantwortung, die wir auch füreinander haben. Und indem wir lernen, gerade im Unscheinbaren das Große zu sehen. Auch das haben wir oft verloren in dieser Zeit, dass wir meinen, Großes sei nur das, was in den Augen der Welt groß ist. Aber in den Augen der Welt ist nicht das groß, was Gott groß bezeichnet, sondern bei Gott ist nur das groß, was von der Liebe kündet. Und das Größte, was wir feiern, vielleicht auch das Unscheinbarste, der Quell der Liebe, ist die Eucharistie. Ihn zu erkennen unter den schlichten Gestalten von Brot und Wein, davor Ehrfurcht zu haben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Menschen heute so wenig und so nicht ehrfürchtig genug miteinander umgehen, weil sie die Ehrfurcht vor Gott verloren haben und die Ehrfurcht vor dem Unscheinbaren in den Sakramenten. Das Unscheinbare ist für uns das Allerheiligste. Unbegreiflich, aber etwas Wahres und das Wahre schlechthin. Kardinal Koch hat einmal gesagt, in dieser Feier, damit meint er die Eucharistie, die uns die gehorsame Hingabe Jesu an seinen Vater und an uns Menschen vergegenwärtigt, begegnet uns seine Liebe hautnah. In den Gaben von Brot und Wein, in denen Christus uns seinen Leib und sein Blut als Speise und Trank schenkt, ist wie in einem Kristall zusammengefasst, was Hingabe bedeutet, indem wir in der Eucharistie die Lebenshingabe Jesu Christi bis ans Kreuz feiern, werden wir auch bereit, uns im Alltag selbst als lebendige Hostien für die Menschen hinzugeben. Soweit Kardinal Kurt Koch. Liebe Schwestern und Brüder, bedenken wir das. Es gibt auch das Gericht. Es gibt den Richter über die Lebenden und die Toten. Und die Fragen, die wir im heutigen Evangelium gehört haben, die wird uns der Herr am Ende unserer Tage auch einmal stellen, auch im persönlichen Gericht. Wir hoffen auf seine Barmherzigkeit und wir hoffen auf unsere Reue für das, was zu wenig war. Und hoffentlich können wir dann auch, wie der heilige Martin vom Herrn, erfahren, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen.